So, heute ist Donnerstag, der 4.4.2013. Und wir befinden uns hier auf der Autobahn Frankfurt Richtung Darmstadt. Auf der rechten Seite ist der Frankfurter Flughafen. Hier an dieser Stelle begann am 28. Januar 1938 der Bernd Rosenmeier seine Weltrekordfahrt, von der er nie wieder zurückkam. Und genau diese Fahrt begann exakt hier und die werde ich jetzt mal nachfahren, genau so wie sie passiert ist. Man muss sich vorstellen, dass es fast dieselbe, wir haben jetzt 11.31 Uhr, ich glaube um 11.38 Uhr begann er mit seiner letzten Fahrt. Er ist mehrmals zwischen Darmstadt und Frankfurt hin und her gefahren, also zwischen Frankfurter Kreuz und Darmstadt, Weiterstadt, und hat mehrere Versuche unternommen auf beiden Seiten, in beiden Richtungen. Der Rudolf Caracciola hat einige Stunden zuvor auch eine Weltrekordfahrt versucht, die auch wohl geklappt hat. Rudolf Caracciola ist gefahren auf Mercedes-Benz. Bernd Rosenmeier ist gefahren auf Auto Union. Das ist irgendwie später dann Audi geworden. Es ist jetzt so, ich fahre jetzt hier so mit Tempo 90, sagen wir mal, damit auch die Windgeräusche nicht so laut sind. Ich meine, krass wäre es echt, mal ein bisschen schneller zu fahren. Also hier ist auch eine leichte Linkskurve. Danach folgt dann ein ganz langes Stück, ziemlich gerade. Also jetzt ist interessant, man kann ja sagen, die Fahrbahn ist ja direkt fünfspurig. Die war damals eher dreispurig. Also der Belag ist wohl aus meiner Sicht mit Sicherheit nicht mehr der Originalfahrbahnbelag. Gut, also der Bernd Rosenmeier ist gefahren auf Auto-Union. Das war ein 16-Zylinder, ich weiß nicht, ich glaube 8 Liter Hubraum oder was. Fast 600 PS, irgendwie 560, glaube ich, oder 580 PS. Sehr windschnittig, sehr mit verkleideten Rädern. Hier, ah, hier ist eine Eisenbahn. Das war so ein Gitterrohrrahmen, also interessant, der hatte praktisch zwei zentrale Rohre als Hauptrahmen, der Motor hinten, Getriebe hinten. Der Fahrer sitzt ziemlich weit vorne. Das Fahrzeug hatte ein Gesamtgewicht von ca. 1200 Kilogramm. Die Brücke dürfte auch noch original gewesen sein jetzt eben. Gut, er kam dann, hier wurde er dann immer schneller. Hier ist schon gleich das Schild Parkplatz, da werden wir gleich halten. Jetzt muss auf der rechten Seite, nee, noch nicht, kommt erst das Autobahnkreuz. Mörfelden-Langen, das kommt erst. Also hier voll gerade, ne? Die Vegetation wird sehr ähnlich gewesen sein. Ich glaube mehr Kiefernbäume. Der Parkplatz hier, ob es den da schon gab, keine Ahnung. Also es geht wirklich irre geradeaus, ne? Und hier ist auch kein Tempolimit, soweit ich weiß. Also dieser Gitterrohrrahmen, zwei zentrale Rohre unten, eins rechts, eins links. So ein bisschen ähnlich wie bei dem Renault Alpine. Ich glaube, der erste Renault Alpine da, der hatte auch diesen, so einen ähnlichen hier, Autobahnausfahrt Langenmörfelden. Also auch so mit Tempo 100. Tempo 100 ist das auch greifbar. Also immer schneller. Was wird er hier schon drauf gehabt haben? 400 vielleicht. So, jetzt kommt, also das waren hier die letzten Sekunden, kann man sagen. Also jetzt war er noch Sekunden vor dem Unfall. Ja, das ist Sekunden. So geht das, ja. Ich habe auch schon ein paar Autounfälle gehabt, nicht selbst verschuldet. Es kommt aus heiterem Himmel, gell? Also hier ist jetzt das Autobahnkreuz Mörfelden-Langen. Und gleich begann das Drama.
hier wird er schon über 400 drauf gehabt haben. Also er hat wohl erreicht so 430. 430, also gleich, so, gleich kommen wir an eine Stelle. Das Autobahnkreuz gab es damals schon. Gleich kommen wir an eine Stelle, an der eine Lichtung ist. Ein kleines Stückchen Lichtung. Und da war Wind. Und dieser Wind hat ihn versetzt. Er ist auf den Seiten, auf den Mittelstreifen gekommen, hatte noch versucht zu bremsen und hat sich dann x-mal überschlagen und war dann natürlich, das kann kein Mensch überleben. So, gleich müsste man die Lichtung sehen. Hier ist die Lichtung. Hier rechts ist jetzt die Lichtung. Hier kam der Wind. Und hier nahm das Unglück seinen Lauf. Und hier ungefähr diesen Weg, den wir jetzt fahren, den hat auch das Fahrzeug genommen. Okay, hier ist der Bernd Rosenmeier Parkplatz. Hier ist er tödlich gefunden worden. Das Auto ist noch weiter geschleudert. So, gut. Hier Bernd Rosenmeier Denkmal 70 Meter. Da gehe ich jetzt hin. So, okay. Fahrzeug hat mehrere Bäume abgeholzt, als es hier durch den Wald geflogen ist. Was klar ist, ich glaube zwar nicht, dass das jetzt davon ist, aber ja, also das muss eine irre Gewalt gehabt haben. Eine Tonne Gewicht haut hier durch den Wald, ne? So, das hier ist exakt die Stelle, wo der Bernd Rosenmeier gefunden wurde. Er hat halb an einem Baum gelehnt, sah äußerlich unverletzt aus, aber hatte natürlich Genickbruch, ne? Klar. Sowas ist nicht zu überleben. Das Fahrzeug, das Wrack wurde gefunden da direkt an der Brücke, da gehe ich auch gleich hin.
Wer weiß, der eine oder andere Baumstamm, er könnte noch Zeitzeuge gewesen sein. Ich meine, was ist das, 70 Jahre her? 75. Warum nicht? Also, na gut, weniger. Ja, aber mit Sicherheit, ein paar Baumstämme sind noch Zeitzeugen dieses doch historischen Ereignisses, denn der Geschwindigkeitsweltrekord von 430 hat bis heute Bestand. Also Geschwindigkeitsweltrekord auf öffentlichen Straßen, sagen wir mal. So, da an der Brücke, an der Böschung, ist das Wrack zum Liegen gekommen. Lustigerweise ist hier ein Geocache. Der heißt bestimmt Bernd Rosenmeier Geocache. So, exakt hier ist das Wrack, was natürlich total zerfetzt war, zum Liegen gekommen, zur Ruhe, ja? Exakt hier an dieser Böschung. Das heißt, die Brücke ist auch noch original aus der Zeit. Da gucken wir uns schon mal den Bernd Rosenmeier Geocache an. Jo, also ich denke, oder? So ein Geocache. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Aber ich glaube, da steht doch dann irgendwas drin. Ja. Wann war der letzte Besuch? Gucken. 2.4. 2.4. war der letzte Besuch hier. Blue Moon 59, 9.05 auf dem Weg nach Freiburg. Also der scheint wohl bekannt zu sein. Gucken wir mal vorne, ob irgendwie was drin steht. Bernd Rosenmeier. Nee. Gut, aber hier so ein Geocache. Also hier aber ordentlich und machen den Deckel wieder drauf. Ach, steht das. Damit es nicht nass wird. Offizieller. Ja, offizieller Geocache. Faszinierend. So, Bernd Rosenmeier Geocache. Etwas abseits vom Denkmal, damit das nicht sabotiert wird oder so. Ob der Baum hier auch ein Zeitzeuge war. Ja. Wie gesagt, das Auto hat ganz schön viel noch zerschlagen im Wald. So. Ja, ob der Baum vielleicht ein Zeitzeuge ist,
Also der könnte schon 70 Jahre alt sein. Der da. Ja, also hier ist der Bernd Rosenmeier tödlich gefunden worden. So, jetzt sind wir in der entgegengesetzten Richtung, Darmstadt Richtung Frankfurt. Da kommt jetzt die Brücke. Das ist die Brücke, wo das Wrack gefunden wurde. Diese Strecke sind sie ja auch gefahren. Die sind da an Weiterstadt, haben sie umgedreht und am Frankfurter Kreuz wieder. Wie oft die gefahren sind, keine Ahnung. Also hier ist die Brücke, wo das Wrack gefunden wurde. Die Brücke ist noch original aus der Zeit, wo die Autobahn gebaut wurde. Hier dann, da ist der Gedenkstein, der Rastplatz. So. Und gleich nochmal die Lichtung. Die Lichtung, wo der Wind kam, hier, da, auf der anderen Seite war auch eine Lichtung damals, das sieht man ganz klar, da ist die Lichtung, jo, ich meine, man muss sagen, es ist wirklich die ideale Strecke zum Schnellfahren, wobei die wohl damals, sagen wir mal, vielleicht halb so breit war, weiß nicht, was die für einen Belag hatte, Beton und dann wurden die wahrscheinlich immer so Ritzen, keine Ahnung. Gut, ja, leider muss ich sagen, dass die Hinfahrt, die original letzte Tour, leider extrem verwackelt ist. Ich habe die Kamera mit Klebeband auf der Kopfstütze festgemacht und natürlich, der vibriert hin und her. Die Autobahn ist auch wirklich nicht in einem sehr guten Zustand. Die ist sehr wackelig, sehr hügelig, sehr rau. So, ja, weiter filmen bringt jetzt eigentlich nichts. Ja gut, also wie gesagt, tut mir echt leid, dass es am Anfang so verwackelt ist. Ich hätte es so filmen sollen wie jetzt. So hätte ich es filmen sollen, ist besser. Ja, zu spät, kann man nichts machen. Gut, aber ich denke trotzdem, ist ganz interessant. So, macht's gut, Leute, ciao. So, ich mache noch einen kleinen Nachtrag zu dem Bernd Rosenmeier Video. Ich will nochmal kurz die Dimension zeigen. Hier ist Mainz, ja, hier wohnst du so. Hier ist der Frankfurter Flughafen. Und das ist hier diese Autobahn, um die es geht. Hier ist Frankfurt, hier ist Darmstadt. Das war diese Autobahn da. Ich zoome mal ein bisschen ran. Und das Video beginnt hier. Ja, da fahre ich diese Abfahrt. Da hat er auch gewendet an der Stelle. Und dann von hier bis hier. Moment. Von hier bis da. So. Also das ist die Strecke hier. Es gibt Fotos, wo man im Hintergrund sieht Zeppelinhallen. Und hier waren die Zeppelinhallen. Ja, Zeppelinheim. Hier waren die Zeppelinhallen. Und da ist also, ob er hier schon wenden konnte, weiß ich jetzt nicht. Gut, egal. Also hier fängt das Video an. Dann fahre ich hier diese Straße da entlang. Und da ist der Rosenmeier dann auch da gefahren. Hier ist das Autobahnkreuz, Möhrfelden-Langen, da ist er auch durch. Hier ist dann diese Lichtung, hier ist die Lichtung. Also hier sieht man noch, hier sind noch eher kleinere Bäume. Also das ist hier eindeutig eine Lichtung. Und das war die wohl, wo dann das Auto auf den Mittelstreifen kam. Und hatte ja Mods Ground-Effekt gehabt. Und dann also wohl sehr ungewöhnliche Bewegungen vollbracht hat, bis es dann da zum Stillstand kam. Das ist hier der Rasthof da. Das Rosenmeier Denkmal, das ist dann so ungefähr so da. Und hier ist diese Böschung an der Brücke, wo das Auto zum Stehen kam, ja. Gut, dann noch mal kurz kann man noch ein paar Fotos da bringen, da sieht man das. Ah, sah schon fett aus, also echt cool, also echt super, super Optik, ne? Ich glaube, da im Hintergrund sieht man auch das Fahrerlager, sozusagen, das war wohl da auch am Flughafen, da sieht man auch, glaube ich, da hinten, das sind auch so Flughafen, müsste auch so Flughafenzeug sein.
Hier sieht man die Autobahn eigentlich zweispurig. Eigentlich zweispurig, ja. Heute ist die praktisch vierspurig und ein Standstreifen, also fünfspurig. Frag mich, wie das mit der Breite war. Der Mittelstreifen, der wird wohl praktisch noch die Originallage haben. Ich frage mich dann auch mit den Brücken. Die Brücken, die sind schon noch alt. Also die müssen die mal irgendwann verbreitert haben. Die Brücken waren ja hier wohl nur irgendwie für zwei Spuren anscheinend offensichtlich ausgelegt. Und heute hat die Autobahn fünf Spuren. Also ja, hier rechts sieht man auch wohl diese freien Flächen. Ist wohl der Frankfurter Flughafen. Ja, also eindeutig zweispurig. Er fährt da auch in der Mitte irgendwie. Man sieht ja ganz klar diese Schürzen, ne? Der Ground-Effekt. Also das Auto hatte doch eine komplexe Aerodynamik, wobei die Windkanäle wohl damals mit Sicherheit noch nicht so gut waren wie heute, ne? Also schon irgendwie krasse Optik, gibt's nichts, ne? Jo, und da ist das, ach, da raucht's ja noch, das Wrack an der Böschung von der Brücke, ne? Ja, und das ist irgendwie, ich bin mir jetzt nicht ganz klar, wie das jetzt mit der Brückenbreite ist. Also, ja, also auf jeden Fall, ja, so, das habe ich ja gefilmt. Klar, die Frage ist die Breite der Brücke. Was hat das auf sich? Kiefern, aha. Das sind alles eindeutig Kiefernbäume. Das heißt also, als ich da war, das waren keine Kiefernbäume, das waren Laubbäume. Also das heißt, die sind nicht mehr original. Zur Originalzeit des Unfalls waren da Kiefernbäume. Naja gut, 75 Jahre, da tut sich einiges. Hier sieht man diese Irre. Ja, hier eine Spur, eine Achse. Hier ist wohl diese Schneise zu sehen. Also doch, ja, mir ist das jetzt wirklich nicht ganz klar, wie man jetzt das räumlich einordnen muss, dass ja heute da praktisch fünf Spuren sind. Ja, ist schon ein Riesenunterschied, ne? Und so breit, ich weiß nicht. Ich meine, gut, vielleicht entspricht das schon drei Spuren, die Breite. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber wie man so sieht, Betonplatten mit Fugen. Ja, das ist ja auch, ja, so war das. Hier sieht man, ja, dieser Stein, der scheint im Original, steht er offensichtlich noch da. Nächstes Bild. Ja, hier ist. Oh, die sieht doch ganz anders aus. Die Brücke sieht doch ganz anders aus. Das ist doch nicht die Originalbrücke. Das heißt, das ist nicht die Originalbrücke. Weil die Böschung, die sieht schon so aus, ja. Es ist definitiv nicht die Originalbrücke. Das heißt also, im Grunde genommen, das, wo das Wrack zum Stehen kam, das ist ja praktisch. Wenn ich jetzt mal annehme, die Mittel war gleich und sie haben die rechts und links gleichmäßig verbreitert, dann müsste man ja sagen, dass heute die Spuren bis hierhin gehen, ne? Bis hierhin mindestens oder noch weiter. Okay, also die Brücke ist definitiv nicht original. Komisch, die sah nämlich tierisch alt aus. Schade, ich dachte, ich hätte den Originalfundort. Aber der Originalfundort, der befindet sich heute praktisch auf der rechten Spur. Auf der rechten Spur oder auf dem Standstreifen. Ja, da befindet sich praktisch in 2 Meter Höhe befindet sich der Originalfundort. Gut, okay. Ja, decken Sie ab, wie immer. Unfälle werden immer gern abgedeckt. Ja, oh, schade, mit der Brücke habe ich mich echt getäuscht. Klar, ich hätte ein bisschen mehr nachdenken können. Die ist ja heute doppelt bis dreimal so breit, die Autobahn. Also kann das mit der Brückenbreite nicht ganz hinkommen, ne? Ja, da sieht man hier dieses charakteristische Chassis mit diesen zwei Hauptrohren, die praktisch von vorne nach hinten die Hauptstruktur bilden. Hier Getriebe, Ölwanne. Ja, hier ist der Motor, das ist vorne. Trommelbremsen sieht man da ganz schön. Interessante Bilder, das sind also Spitzenbilder. Ja, Auto Union mit den vier Ringen.
Toten ist eine andere Geschichte, Historie. Na, sieht schon windschnittig aus, aber wie gesagt, die haben mit Sicherheit damals bei weitem nicht solche Windkanäle gehabt wie heute. Okay, also man muss das sehen, das ist halt heute nur noch so ungefähr. Die Brücke ist wohl doch neuer. Die haben sie dann irgendwann mal, haben sie die wohl verbreitert. Das heißt also, der Fundort des Autos ist heute, liegt in der Luft auf dem Standstreifen in 2 Meter Höhe. Da war damals die Böschung von der Brücke. Okay, so, das waren noch ein paar zusätzliche Infos. Faszinierende Geschichte. Es hat bei mir in der Nähe, und der muss ein irrer Typ gewesen sein, ja, so ein echt Verrückter, ne? Also irgendwie angeblich total angstfrei, ne? Gut, ja, gut, okay, für jeden, den es interessiert. Macht's gut, Leute, ciao.